bald die Lebenserwartung in Zukunft steigen wird, vor sich. Wenn Sie das in Tagen umrechnen, sind es viele, viele Zehntausende von Tagen, die vor Ihnen liegen. Aber das Leben selbst erleben Sie nicht in Jahren, auch nicht in Jahrzehnten. Das Leben erleben Sie immer nur im einzelnen Tag. Und zwar nur in dem Tag, der jetzt gerade stattfindet. Alle Tage, die schon stattgefunden haben, sind vorbei und daran werden Sie nichts ändern können. Und vom morgigen Tag haben Sie nicht die geringste Ahnung, wie ablaufen wird. Wir wissen nichts über unsere Zukunft. Wir haben gewisse Vorstellungen, Hoffnungen, vielleicht auch Befürchtungen, aber wir wissen nichts über unsere Zukunft. Aber jeden Tag, an dem wir morgens wach werden, wissen wir, das ist jetzt der Tag, den ich habe. Und das ist die Einheit, auf die es gilt, sich zu konzentrieren, zu fokussieren. Das ist der einzelne Tag. Und das ist eine ungeheuer gerecht verteilte Ressource. Alle anderen Ressourcen, die wir als Menschen brauchen oder gerne haben, sind furchtbar ungerecht in dieser Welt verteilt. Aber jeder Mensch, der lebt, der morgens wach wird, hat wie alle anderen Menschen einen Tag mit 24 Stunden vor sich, von dem wir dann 6, 7 oder 8 Stunden schlafen, ein paar Stunden verbrauchen, um zu essen und dorthin zu gelangen, wo wir vielleicht arbeiten oder lernen. Aber es bleibt immer ein Stückchen Zeit, über die wir frei verfügen können. Und das ist die einzige Zeit, die wir haben, um unser Leben zu gestalten. Nicht mehr, nicht weniger. Es sind manchmal nur Minuten am Tag, manchmal ist es vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Und es kommt mir sehr darauf an, Ihnen, wo Sie noch so eine Fülle von Tagen vor sich haben, bewusst zu machen, dass jeder einzelne Tag kostbar ist. Denn die Gesamtlebenszeit, die ist schon wieder sehr ungerecht verteilt. Aber zum Glück wissen wir da nicht im Voraus, wie viel uns dazukommt. Bei dieser Fokussierung auf den einzelnen Tag kommt es letztlich darauf an, den Tag optimal zu erleben, so dass es uns und den Menschen, mit denen wir zu tun haben, gut geht. Und das ist die Kernfrage. Die Kernfrage ist, wie gestalte ich den optimalen Tag? Und ich möchte die Frage so langsam formulieren, dass Sie sie mitschreiben können, sodass Sie sich auch sehr gründlich Gedanken darüber machen können. Aber Sie finden das, was ich Ihnen jetzt sage, auch auf der Website. Sie können sich also die Fragen im Detail dann runterladen und ich werde jetzt auch nur ein paar zusätzliche Erläuterungsfragen stellen. Die ganze Fülle der Fragen, das geht dann so durch einen ganzen Tag durch, das können Sie sich dann als PDF herunterladen auf der Website, zu der Sie Zugang haben. Die Frage, um die es geht, heißt, wie sehe der optimale durchschnittliche Tag aus? Wie sähe der optimale durchschnittliche Tag aus, den Sie sich wünschen, wenn Sie frei von den gegenwärtigen Einschränkungen wären und wenn Sie keinerlei negative Konsequenzen zu befürchten hätten? Also, wie sähe der optimale durchschnittliche Tag aus, den Sie sich wünschen, wenn Sie frei von den gegenwärtigen Einschränkungen wären, die zurzeit da sind, und wenn Sie keinerlei negative Konsequenzen zu befürchten hätten? Einschränkungen können zum Beispiel finanzieller, geografischer, gesundheitlicher Art sein, aber auch durch Personen oder auch die eigene Sicht der Wirklichkeit, also die Annahme darüber, was geht, was nicht geht, was Wirklichkeit ist, was nicht Wirklichkeit ist, sein. Um dem nachzukommen, ist es vielleicht ganz gut, zunächst mal die Einschränkungen, die jetzt da sind, die Sie jetzt empfinden, aufzuschreiben. Also sich deutlich zu machen, was sind eigentlich die gegenwärtigen Einschränkungen, die ich nicht mag, die mein Leben
reduzieren, die meine Lebendigkeit einschränken, die das nicht ermöglichen, was ich mir eigentlich wünsche. Machen Sie sich mal so 2-3 Minuten Gedanken über die derzeitigen Einschränkungen. Und wenn Sie dann anschließend den optimalen durchschnittlichen Tag beschreiben, gehen Sie davon aus, dass es diese Einschränkung nicht mehr gibt, wie Sie jetzt aufgeschrieben haben. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie Sie die wegbekommen, sondern Sie stellen sich einfach vor, ich weiß nicht was, eine magische Fee hat einen Zauberspruch gesagt und die Einschränkungen sind weg. Also Sie müssen da schon ein Stück weit wahrscheinlich Ihre Fantasie ausdehnen, aber das ist eine wesentliche Übung, die man als Entrepreneur immer wieder und immer wieder machen muss, und seine Fantasie ausdehnt über das hinaus, was zurzeit als Realität uns erscheint. Der Ersatzteil negative Konsequenzen, also dass man keine negativen Konsequenzen zu befürchten hat, da geht es um die schädlichen Folgen, um vermutete Probleme. Das heißt, den Tag stellen Sie sich bitte so vor, dass Sie nicht Probleme bei sich selbst oder bei anderen durch die Art und Weise, wie Sie leben, erzeugen. Ja. Also das, was Sie am Tag tun, sollte keinerlei negative Konsequenzen haben und Sie sollten auch keine negativen Konsequenzen befürchten müssen. Und der Satzteil durchschnittlich soll bei der Entwicklung von Vorstellungen über den optimalen Tag dafür sorgen, dass nur das vorgestellt wird, was wünschenswert ist, was man jeden Tag tatsächlich tun kann, ohne dass man daran sterben könnte oder dessen überdrüssig wird oder davon krank wird oder von jemandem dafür umgebracht werden könnte. Also das Ganze soll dazu dienen, einen realistischen Tag sich vorzustellen, einen realistischen Tag, wie man eben Tag für Tag leben könnte, aber frei von den derzeitigen Einschränkungen und in einer Weise, dass wir die Erlebnisse, die Erfahrungen dieses Tages als optimal beschreiben können. Das, was Menschen wünschen, man hat ja sehr viel in der Managementtheorie, in der Unternehmenstheorie darüber gesagt und geschrieben, dass es wichtig ist, für den Menschen Ziele zu haben. Und das haben Sie gerade auch an dem Versuch mit der Fingerbewegung gesehen. Sobald wir ein Ziel haben, haben wir einen Bezugspunkt, auf den das System hinzuarbeiten kann. Und das macht dann die Abklärung der Informationen, die willkommene Neuerfahrungen sind, klarer und deutlicher. Aber die Qualität der Ziele, die sind, wenn wir Menschen genauer anschauen, nicht materielle Dinge, nicht äußerliche Dinge, keine Fragen von Prestige, von Geld, von Ansehen, sondern es geht letztlich um Gefühlserfahrung, um positive Erlebnisse, um positive Bewegung. Diese Erfahrung streben Menschen an. Wenn eine Familie zum Beispiel eine neue Wohnung, ein neues Haus sich vorstellt, dann geht es ihnen nicht um die Steine oder um die Wände oder um die Möbel, sondern es geht ihnen um das neue Gefühl des Wohnens, um die Aussichtbarkeit, die man aus dem Fenster hat oder die Behaglichkeit, die man in den Räumen empfindet. Es geht um Erfahrung. Und das Erzielen optimaler Erfahrung